Nintendo lässt einen weiteren Emulator sperren und die große Frage ist, hat Nintendo da recht? Dürfen die das? Sollten die das tun? Und ist das generell eine kluge Entscheidung bezogen auf die Außendarstellung von Nintendo? Aber erstmal ganz von vorne, was zum Teufel ist passiert? Nintendo hat den Nintendo Switch Emulator Ryujinx via GitHub runternehmen lassen. Dazu haben sie aber nicht GitHub angeschrieben und denen irgendwie mit einer Klage gedroht, sondern sie haben den Entwickler von Ryujinx angeschrieben und ihnen ein neuer Vergleichsangebot gemacht, welches eben beinhaltet, dass dieser seinen Emulator runternimmt und auch alle Assets nicht mehr zur Verfügung stellt. Natürlich ist damit Ryujinx nicht irgendwie aus dem Internet verschwunden, denn weitere Download-Links gibt es natürlich noch links, rechts, überall, aber die Weiterentwicklung, zumindest von offizieller Seite, ist gestoppt. Ryujinx ist der zweite große Emulator, der nach Yuzo von Nintendo runtergenommen wurde. Bei Yuzo ist das Ganze aber nicht ganz so gut gelaufen. Der Entwickler von Yuzo, Tropicase, muss 2,4 Millionen US-Dollar Schadensersatz zahlen und da kann ich jetzt auch ganz gut verstehen, warum der Entwickler von Ryujinx sich gedacht hat, na okay, lassen wir es mal nicht so weit kommen. Dass Nintendo ein Problem mit Emulatoren hat es nicht wirklich etwas Neues. Und hier muss man Nintendo auch erstmal ganz kurz verteidigen. Keine Sorge, wir kritisieren sie auch noch, aber wir müssen hier auch ehrlich bleiben. Nintendo versucht nicht nur ihr Urheberrecht, sondern auch ihre Patente zu schützen. Wichtig ist hierbei, dass Nintendo alles tun muss, um eben exakt diese zu schützen. Wenn nachweislich Nintendo das irgendwie alles scheißegal ist, dann kann es sein, dass Patente bzw. Markenrechte grundsätzlich verloren gehen bzw. dem allgemeinen Gut zugetragen werden. Das Ganze kennen wir übrigens auch schon aus anderen Branchenzweigen. Tempotaschentücher ist hier ein guter Begriff. Oder selbstverständlich Lego. Lego ist ja bekanntlich sehr aggressiv mit ihren Markenrechten. Und zum Teil müssen sie es eben auch, damit sie eben ihr Urheberrecht nicht verlieren. Das bedeutet nicht, dass man alles und jeden direkt auf Millionen verklagen muss, sie zwingen muss, irgendwie Videos runterzunehmen und so fort. Das heißt erstmal nur im Detail, dass man sein Markenrecht bzw. sein Urheberrecht auch durchsetzen muss. Man könnte natürlich auch einfach nett anrufen und sagen, hey, so und so schaut's aus, könntest du vielleicht bitte, weil sonst müssten wir und wir können auch nichts anderes machen. Yay. Wäre ja auch eine Alternative, einfach miteinander zu sprechen. Im Fall mit Ryujinx liest es sich bisher so, als sei das verhältnismäßig nett von Nintendo gewesen. Und ich muss auch sagen, dass Nintendo ein Problem hatte mit einem Emulator für ihre aktuelle Konsole, das kann ich sehr nachvollziehen. Denn ihr sollt die Nintendo Switch ja kaufen und auch die Software kaufen und auch Nintendo Online abonnieren und generell Nintendo eben euer Geld geben. Und ihr hört es schon raus, ich muss halt sagen, dass Nintendo in Bezug auf Emulatoren, die die aktuelle Konsole irgendwie tangieren, durchaus verstehen kann. Ich verstehe sie nicht, wenn sie hier und da jeden irgendwie auf Millionen von US-Dollar verklagen, aber dass sie grundsätzlich versuchen, runterzunehmen bzw. irgendwie aus dem Web zu verbannen, ich kann das nachvollziehen. Und ganz ehrlich, denkt ein bisschen drüber nach, ihr eigentlich auch. Schwieriger wird da die Nummer, wenn wir über Emulatoren sprechen, die für Konsolen released wurden, die längst in der Vergangenheit angesiedelt sind. Nintendo geht aktuell gegen den YouTube-Kanal Retro Game Corps vor. Dieser stellt auf seinem Kanal moderne Handhelds vor, die vor allem dazu genutzt werden können, um einfach ROMs abzuspielen, beziehungsweise unterwegs alte Dreamcast-Spiele, GameCube-Spiele und so weiter und so fort zocken zu können. Genau dieser Kanal hat nun eine Urheberrechtswarnung von Nintendo bekommen und über die kann man durchaus ein wenig kritischer diskutieren. Ich persönlich finde es zu hart von Nintendo und der Betreiber von Retro Game Corps prüft auch derzeit, ob Nintendo hier überhaupt gegen ihn vorgehen könnte. Schließlich stellt er diese Geräte nur vor und hat einen, für sich genommen jetzt, Art Bildungsauftrag. Er sagt ja nicht, kauft diese Dinger, er vertreibt sie ja auch nicht explizit, sondern er stellt euch einfach vor, was da so aus Asien entwickelt wurde, rauskommt und so weiter und so fort. Dagegen vorzugehen und dafür zu sorgen, dass dieser Kanal bald vielleicht nicht mehr existieren könnte, das verstehe ich nicht wirklich. Nintendo versucht hier aber wirklich gegen jeden Emulator, gegen jeden ROM-Hack und generell gegen jede ROM-Webseite vorzugehen. Für den einen oder anderen vielleicht auch ganz interessant zu wissen, Nintendo supportet ja grundsätzlich diverse YouTuber, Firmen, Blogs und so weiter und so fort. Solltet ihr als YouTuber aber, ich sag mal so, vermehrte ROM-Hacks zocken, dann kann es sehr gut sein, dass Nintendo euch von der Bemusterungsliste schmeißt und in Zukunft nicht mehr supportet. Diese Policy von Nintendo, dass man keine ROMs unterstützt und auch alles macht, um gegen diese vorzugehen und auch Emulatoren hasst wie die Pest, das ist also nicht nur auf der Ebene von hier vertreibt jemand einen Emulator bzw. entwickelt jemand einen, das zieht sich bis zu den Content-Creatern einfach durch. Und wie bereits erwähnt, für die aktuelle Konsole Nintendo Switch kann ich dieses Vorgehen nachvollziehen, aber für den Game Boy Advance, den Game Boy, den Super Nintendo, jetzt mal
ganz ehrlich, was bleibt mir denn übrig, diese alten Games sonst zu zocken? Ich kann auf den Flohmarkt gehen, ich kann auf eBay gehen, aber seien wir mal ehrlich, vor allem ein paar von den alten Spieleklassikern sind dort maßlos überteuert. Ich persönlich liebe Terranigma, mein absolutes Lieblingsspiel auf dem Super Nintendo und meines Erachtens nach das beste Spiel, was es jemals gab, was bis heute keine Fortsetzung bekommen hat. Ich habe einen Super Nintendo und ich habe auch das originale Terranigma. Aber wenn man das jetzt irgendwie so kaufen wollen würde auf eBay, wird das schon schweineteuer. Und wenn ich das jetzt kaufen würde auf eBay oder auf dem Flohmarkt oder wo auch immer, hat Nintendo da eh nichts von, denn sie verdienen ja nicht irgendwie an einem Weiterverkauf durch Dritte. Zum Glück verdienen sie da noch nichts. Web 3.0 und Co. würde da vielleicht jetzt gerne was mitverdienen, aber das ist ein Thema für das Video jetzt oben rechts in der Infocard und nachher auch in der Endcard. Klickt unbedingt drauf. Was ich sagen möchte ist, Nintendo verliert hier ja gar kein Geld. Was sie aber tun ist, sie striken Fans bzw. Leute, die Nintendo-Content feiern und sorgen dafür, dass das Unverständnis über Nintendo größer wird. Meines Erachtens nach ist dieses Striken und das Gegenvorgehen von Leuten, die vor allem alte Klassiker präsentieren und zocken wollen, nicht nur schlecht für die Marke, sondern auch einfach schlecht für die Kundenbindung ganz generell. Ich persönlich könnte mir vorstellen, wenn ich einen großen Nintendo-Kanal hätte und ich hätte bisher 4-5 Jahre lang ganz entspannt Content gemacht und auch diese kleinen, süßen Handheld-Konsolen vorgestellt, wenn Nintendo dann gegen mich vorgeht, würde ich mir 5-mal überlegen, ob ich wirklich noch Nintendo-Content machen möchte oder nicht. Zugegebenermaßen, was ich mache oder nicht mache, kann Nintendo total egal sein, denn zum jetzigen Stand brauchen sie mich nicht. Verstehe ich, war vielleicht auch gerade dein Argument, was du in den Kommentarbereich hauen wolltest, aber ich möchte dich an eine wichtige Sache erinnern. Ja, Nintendo braucht mich jetzt gerade nicht. Aber weißt du, wann Nintendo mich brauchte? Weißt du, wann Nintendo dich brauchte? Weißt du, wann Nintendo viele von den Leuten brauchten, die gerade dieses Video schauen, als es ihnen dreckig ging? Vor allem nach dem Nintendo 64, der GameCube war einfach kein großer Erfolg, oder für die meisten von euch, glaube ich, noch sehr fest im Kopf verankert, mit der Wii U-Zeit. Wenn hier nicht die treuen Fans zu Nintendo gehalten hätten, sondern alle einfach die Plattform geswitcht hätten, dann wäre Nintendo heute nicht dort, wo sie eben gerade sind. Nintendos größtes Geschenk, größtes Gut, größte Wertanlage sind die Fans im Background, die Nintendo Fehltritte verzeihen und auch ein, zwei schlechte Nintendo-Konsolen in Kauf nehmen, um dann eben wieder dabei zu sein, wenn Nintendo das zeigt, was sie können. Wenn man mit seiner treuesten Community, mit dieser Hardcore-Community, die halt alles auch aus der Kindheit mit eben dieser Firma verbindet, wenn man mit denen so umgeht, könnte irgendwann das passieren, was gerade bei Microsoft passiert. Die haben mit der Xbox One richtig reingeschissen am Anfang und dort ihre gerade frisch aufgebaute Core-Community durch die Xbox 360 komplett versenkt. Und jetzt stehen sie wo? Naja, im Schatten von PlayStation, zumindest rein von den Konsolenverkäufen. Ich weiß, Microsoft hat mittlerweile eine komplett andere Strategie, aber das Beispiel ist trotzdem, finde ich, sehr greifbar. Nintendo darf meines Erachtens nach niemals vergessen, wo sie herkam, wer eigentlich das ganze Zeug im Nintendo-Museum kauft, bei Pop-Up-Stores oder einfach hyped ist auf den nächsten Mario-Film. Wir sind das. Und ganz ehrlich, ja. Wir haben alle einen langen Atem und wir stecken auch mehr ein, als wir eigentlich sollten. Wir sind halt auch ein bisschen dumm. Trotzdem glaube ich, dass unsere Strapazierfähigkeit eine Obergrenze hat. Wann die erreicht ist, das ist eine individuelle Frage und eine individuelle Antwort. Für mich persönlich muss ich sagen, sie ist noch relativ weit entfernt. Aber die Frage geht auch an deine Person. Wie strapazierfähig bist du, wenn Nintendo mal wieder Nintendo-Sachen macht? Mit anderen Worten, noch kann Nintendo, für mich gesprochen, machen, was Nintendo machen möchte. Aber irgendwann könnte der Tag kommen, an dem selbst ich sage, das war eine doofe Entscheidung zu viel. Und nochmal zur Verdeutlichung, das Vorgehen gegen die Switch-Emulatoren finde ich jetzt auch, also ich feiere das nicht, bitte versteht mich nicht falsch, aber ich kann Nintendo ja rein wirtschaftlich nachvollziehen und wenn ich an der Position von Nintendo wäre, würde ich das Ähnliche machen und ich glaube die meisten von euch eben auch. Aber wenn es um das Vorgehen gegen alte Spiele, alte ROMs, alte Emulatoren geht, dann verstehe ich das nicht so wirklich. Vor allem, wenn es eigentlich den meisten da draußen nur darum geht, alte Kindheitserinnerungen wieder aufleben zu lassen, sie durch ROM-Hacks ein wenig zu modifizieren oder einfach das zu feiern, was man damals gefeiert hat. Nintendo Games. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Rein damit in den Kommentarbereich und wenn du neu bist, Gaming Clerks unbedingt abonnieren für mehr Content und last but not least, lass eine positive Bewertung da und check doch mal unser Video aus zu Web 3.0. Das ist nämlich ein kompliziertes Thema.